Der Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag, mein Name ist Privatdozent Dr. Jürgen Eggers, bin der Chefarzt der Klinik für Neurologie in der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Heute sprechen wir über eine der häufigsten Untersuchungen in der Neurologie, die bei uns durchgeführt wird, die Elektroneurographie und Elektromyographie. Wie der Name schon sagt, es wird mit elektrischen Impulsen werden die Nerven gemessen. Die Nervenleitungen, zum Beispiel an den Armen oder an den Beinen. Und dazu werden Elektroden an den Körper gelegt. Es wird nicht hineingestochen oder dergleichen, sondern durch einen elektrischen Stimulus wird der Nerv gereizt. Und weiter unten am Körper wird gemessen, wie viel von diesem elektrischen Impuls ankommt. Das ist so ein bisschen Reizung, das ist ein bisschen unangenehm, aber nicht besonders unangenehm, sagen wir mal so, wie ein leichter elektrischer Weidezaun, den man irrtümlich berührt hat. Durch diese Elektroneurographie können wir bestimmen, wie schwer die Nerven gestört sind in ihrer Leitung oder in der Fähigkeit, Nervenimpulse zu leiten. Das ist ein sehr häufiges Phänomen, das man in der Neurologie untersucht. Da geht es zum Beispiel um Menschen, die haben eine Polyneuropathie oder andere entzündliche Erkrankungen, Nerven, und dadurch werden die Muskeln nicht mehr richtig versorgt und die Kraft lässt nach oder das Gefühl lässt nach, sodass das Empfinden an den Beinen oder Händen gestört ist. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil, der häufig angeschlossen wird an die Elektroneurographie. Wie ich gesagt hatte, die Muskeln können nicht mehr richtig versorgt werden. Ja, dafür werden die Muskeln untersucht. Die werden allerdings dann mit einer ganz, ganz feinen Nadel angestochen. Das heißt, man piekst in einen Muskel der Extremen, zum Beispiel hier an der Hand, im Daumenballen oder auch am Oberarm oder am Bein oder am Fuß. Und mit dieser elektrischen Ableitung aus dem Muskel kann man sehr genaue Informationen gewinnen. Ist der Muskel intakt? Funktioniert er gut? Hat er eine Schädigung dadurch, dass die Nerven, die dorthin führen, nicht mehr funktionieren? Zum Beispiel Polyneuropathie oder andere Erkrankungen, wie ich schon erwähnt hatte. Oder ist er vielleicht entzündet oder ist er degeneriert? Das kann man alles elektrisch sehen. Das kann man mit keiner anderen Methode wirklich so gut sehen wie mit dieser feinen Nadeluntersuchung. Die Nadel ist so dünn, dass es nicht blutet oder so etwas. Das sind Eimernadeln, die werden hinterher verworfen. Vorher muss sicher sein, dass sie keine starke Blutverdünnung wie Marcumar oder ein DOAC, wie wir sagen, also einen neuen Antikoagulantien einnehmen. Das darf dann nicht sein, weil dann könnte es in den Muskelbauch etwas diskret einbluten, was nicht schön wäre, aber auch wiederum nicht wirklich gefährlich. Wir fragen aber Sie immer vorher, ob Sie so Medikamente einnehmen, und das testen wir auch natürlich in unseren Blutuntersuchungen. Die Untersuchung selber ist harmlos, es kann eigentlich nichts passieren. Es gibt also praktisch nie Infektionen oder andere Unannehmlichkeiten. Es ist halt ein bisschen unangenehm, weil eine ganz feine Nadel in den Muskel geht. Allerdings haben wir einen dermaßen großen Informationsgewinn aus dieser Untersuchung, dass es absolut unersetzlich ist bei etlichen Erkrankungen, die wir in der Neurologie untersuchen und diagnostizieren. Das Muskel-MR ist eine Alternative bei ganz gewissen generalisierten Muskelerkrankungen und ersetzt in der Regel nicht die Elektromyographie. Es kann sein, dass wir aufgrund unserer Befunde Ihnen dazu raten, auch eine Muskelbiopsie durchführen zu lassen. Das machen wir bei uns in der Klinik. Dann untersuchen wir ein kleines Stück Muskel unter dem Mikroskop. Das kommt aber nur bei seltenen Fällen vor. In der Regel reichen die Untersuchungen mit Elektroneurographie und Elektromyographie, das heißt Nervenstromleitung, und mit der kleinen Nadel in die Muskeln für kurze Zeit, um das elektrisch abzuleiten. Scheuen Sie nicht, Ihren behandelnden Neurologen anzusprechen, wie über den Ablauf und die möglichen kleinsten Gefährdungen, die auftreten könnten. Gerne, wir sind jederzeit für Sie bereit, die Fragen zu beantworten.